Willkommen bei Barbie Pferdeabenteuer. Rettet die Wildpferde. Hallöchen, ihr Lieben. Und ja, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play meinerseits. Wir spielen Barbie Pferdeabenteuer. Ich habe das Spiel jetzt wieder ausgebuddelt. Wollte es gemeinsam mit euch spielen und hoffe, dass es euch genauso viel Spaß macht wie mir. Ich hoffe nur, dass das jetzt mit den Einstellungen soweit passt. Minispiele. Optionen. Lautstärke ändern. Also den Sound muss ich lassen. Die Musiklautstärke ändern. Soundeffektlautstärke ändern. Also hören wir die Ohren nicht. Änderungen so. Übernehmen. Neues Spiel. Dann werden wir auch direkt ein neues Spiel starten. Ich werde mich selbst nur kurz muten, damit man da nicht den Sound da so mitkriegt, sag ich mal. Wie schön, mal aus der Stadt rauszukommen. Darauf freue ich mich das ganze Jahr. Frische Luft. Endlich sehe ich die wunderschönen Berge wieder. Ja, nichts ist schöner als ein Wochenende mit Pferden. Achtung, Natur, wir kommen. Silbertalstallungen, das ist es. Da seid ihr ja wieder. Hallo, Mrs. Hepburn. Wie schön, dass ihr da seid. Es gibt nämlich bald Regen. Regen? Aber es ist doch so ein schöner Tag. Die Pferde. Sie wissen immer, wenn ein Unwetter droht. Ihr habt es schön trocken. Aber was ist mit den Pferden auf der Koppel, Mrs. Hepburn? Keine Sorge, Barbie. Pferden macht Regen nichts aus. Ich zeig euch mal eure Zimmer. Morgen wird ein langer Tag. Guten Morgen, Mrs. Hepburn. Die Pferde hatten recht, das war ein richtiges Unwetter. Sturm die ganze Nacht. Ich weiß, Barbie, und das ist noch nicht alles. Die Koppel ist leer. Der Wind muss das Tor aufgeweht haben. Die Pferde könnten überall sein. Ich weiß, Mrs. Hepburn, wir können beim Suchen helfen. Theresa, Christy, ihr fangt mit der Reitschule an. Ich nehme mir die Pfade vor. Prima Idee, Barbie. Klar. Vielleicht sollten Sie hier bleiben, falls jemand anruft. Oder eines der Pferde von allein wiederkommt, Mrs. Hepburn. Ich gehe aufsatteln. Oh, Barbie, wie soll ich dir nur danken? Kein Problem. So, und da wären wir in den Silbertalstallungen. Ja. Aber Barbie haben jetzt wieder so einen Monster-Ausschnitt hier. Geht ja gar nicht. Dann gehen wir mal die süßen Pferdchen retten. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal ich das Spiel schon gespielt habe. Na komm, lad. Wenn du dein Outfit wechseln möchtest, musst du den Umkleideraum aufsuchen. Er hat rote Türen. Ist nicht wahr, Mrs. Hepburn. Ziehen wir uns erstmal um. So. Erstmal ein schickes Outfit für Barbie. Mit den Richtungstasten oder dem linken Analogstick kannst du ein Kleidungsstück auswählen. Wir können jede Menge Kleidungsstücke kombinieren und echt coole Outfits zusammenstellen. Drück die X-Taste, um ein anderes Oberteil zu wählen. Möchte eine Jacke drüber. Drück die X-Taste, um eine andere Jacke zu wählen. Das ist eine tolle Wahl. Ach nee, ist nicht wahr. Gott. Sieht irgendwas, was nicht so auffällt. Drück die X-Taste, um eine andere Hose zu wählen. Drück die X-Taste, um andere Stiefel zu wählen. Oh, rote Notenstiefel. Nehme ich die. Drück so, sind wir soweit gerüstet. Ich werde das hier wahrscheinlich schneiden, dass es nicht immer so ewig lang dauert.
Barbie, lauf doch zu den Stallungen und such dir ein Pferd aus. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch weiter mit aufgenommen hat. Die Stallungen befinden sich im Hof beim Umkleideraum. Könnt weggehen. Den gehen wir halt schauen. Hier kannst du ein Pferd wählen, um über die Pfade zu reiten. Oh, Blüte. Du hast doch kein Pferd gewählt. Dann wählen wir mal Blüte. Ach, vorher will ich Blüte natürlich noch anziehen. Komm, wir geben unserem Pferd ein ganz besonderes Aussehen. Mit den Richtungstasten oder dem linken Analogstick kannst du alles ansehen, was wir an unserem Pferd verändern können. Ja, Bobby, ist nicht wahr. So. Ich habe es meistens entweder so dunkelbraun gemacht oder... Ich denke, wir nehmen wieder grau, oder? Das Pferd sieht ja vielleicht cool aus. Das? So, schaut sich ganz so creepy aus. Ganz lang mal so mittel. Ich denke, es ist ein bisschen Klasse, sieht richtig super aus. Sieht so zottelig aus mit der langen Mähne. Das ist eine tolle Wahl. Ja, quietschpink. Orange. Oh, jetzt bin ich schon vorm blind. Oh, so. Dann wo ich ein kleines Säckchen. So quietsch-orange. Richtig stylisch. Hm, die schweife auch. Ich stecke furchtbar aus. Ja, noch so blond. Klasse, sieht richtig Schwarz. Super aus. Ist nicht wahr, Bobby. So, gucken wir nach vorne. Passt. Fetch. Selbstverständlich nehmen wir Blüte. Gut gemacht. Manchmal musst du bestimmte Bereiche zu Fuß erforschen. Daher musst du von deinem Pferd absitzen. Dazu drückst du die Dreiecktasten einmal und schon steigst du ab. Gut gemacht. Drück jetzt die Dreiecktaste, um aufzusitzen und über die Pfade zu reiten. Die redet wie mit so einem Grenzen, mit so einem dummen Kind. So, steige auf, um das über die Pfade zu reiten. Jetzt kannst du die Stallungen verlassen.
Och nee. Wow. Schon lang verblühte. Gut gemacht. Braune Hörn passt irgendwie überhaupt nicht. Such doch den Eingang zum Waldseepfad. Ich glaube, da solltest du als erstes nach den vermissten Pferden suchen. Dann machen wir das einmal. So, möchtest du erforschen Waldseepfad 1? Ja, groß andere Möglichkeiten haben wir nicht. Die Freundschaftsanzeige zeigt uns, wie glücklich unser Pferd ist. Wenn sie fällt, dann bedeutet das, unser Pferd braucht etwas Zuwendung. Es kann Hunger oder Durst haben oder es möchte geputzt oder getätschelt werden. Okay, Barbie zur Kenntnis genommen, dann wollen wir mal. Yeah. Sieh mal, da ist ein Fohlen! Wenn du ein Fohlen retten möchtest, musst du vom Pferd absitzen und zu ihm gehen. Hey Fohlen! Wenn wir dicht bei dem Fohlen sind, drückst du die Kreistaste, damit du das Fohlen tätscheln kannst und sein Vertrauen gewinnst. Komm, wir führen das Fohlen zum nächsten Sicherheitsposten, wo wir es anbinden können. Folg dem Pfeil zum nächsten Sicherheitsposten. Was darum? Anstatt da hinten ist der Gang. Komm, wir führen das Fohlen zum Gestühl zurück und nehmen, wo es nicht passieren kann, bis jemand kommt und es zu reinspringt. Ja, ist in Ordnung. Theresa, Barbie hier. Beim Sicherheitsposten wartet ein Fohlen darauf, dass es abgeholt wird. Sieh doch mal, da ist ein Schlüssel aufgetaucht. Heb den Schlüssel auf, dann können wir das Tor öffnen. Du musst über den Schlüssel gehen, um ihn aufzuheben. Das ist creepy. Drück die X-Taste, um das Tor mit dem Schlüssel zu öffnen. Prima, wir haben das Tor aufgeschlossen. Komm, wir folgen weiter dem Pfad. Okay. Tschüss, Pferd. Nee, Schatz. So braves Pferd wurde ja auch mit Pfeifen, das kommt auch galoppiert. Barbie, wer sagt überhaupt, dass das Eierfohlen ist? Drück die X-Taste, um das Tor zu öffnen. Ja, Barbie, vielleicht einen Moment früher. Dass ich kurz mal was einschleiß. Alle Münzen sammeln. Und wieder zurück. Dieses Fohlen ist ja so süß. Ein Fohlen ist ein Pferd. Nee, Barbie. Echt. Hallo, Christi.
Barbie, ich habe gerade ein Fohlen gerettet. Kannst du es abholen kommen? Es ist bei einem Sicherheitsposten. Ein Sicherheitsposten. Welcher fucking Pfad? Welcher Weg? Ich muss zuerst drüber. Da ist eine Kiste. Schau mal, da ist ein Stachelschwein. Hier, wir sollten ihm aus dem Weg gehen. Wir müssen ihm richtig an dem Stachelschwein vorbeirennen. Wir sollten das Stachelschwein lieber nicht berühren, sonst verlieren wir Vertrauen auf der Freundschaftsanzeige. Also, wenn sich das Pferd dabei auf den Hax bricht, das ist egal. Wir müssen über diese eingestürzte Brücke springen. Gut gemacht! Wir sind über die eingestürzte Brücke gesprungen. Jetzt haben wir gelernt, wie man über Hindernisse springt und können den Rest dieses Pfades erkunden. So, ein und alle Münzen. Dieser Wald ist so schön! Carrot. Die Freundschaftsanzeige ist voll. Ach nee, Barbie. Hier bei dem Schlüssel. Wir müssen den Schlüssel haben, wenn wir das Tor öffnen möchten. Wir können dem Stinktier zur Ablenkung einen Apfel geben, damit es uns nicht vollständig hat. Geh über einen Apfel, um ihn aufzuheben. Drück die Dreiecktaste, um vom Pferd abzusitzen. Toll, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir das Tor aufschließen und weitermachen. Vergiss nicht, wenn du Äpfel gesammelt hast, kannst du manche Tiere füttern, indem du die X-Taste drückst, um einen Apfel fallen zu lassen, sobald ein Tier in der Nähe ist. Barbie, halt doch auf die Fresse. Die erklärt es immer so, als ob du das am Grenzdieb in Kiet erklären würdest. Pferd! What the fuck? Los. Wir sollten darauf achten, dass wir beim Rennen keine Bäume oder Felsen streifen. Sonst verlieren wir Vertrauen auf der Freundschaftsanzeige. Ja, Barbie. Bitte gibt's hier immer für kaputt zu machen. So. Bringen wir noch das Fohlen zum Sicherheitsposten und dann. Sind wir vermutlich schon wieder so weit am Ende der Folge? Zuerst München. Ganz viel. Brauchen wir schließlich jedes Kleidungsstück, das wir da freischalten können, verbauen. Hab keine Angst! Können wir uns das Fohlen damit eigentlich auch anziehen? Das wär's doch, oder? So sieht ja die geilsten Orte aus, oder? So, einmal angekettet. Christi, ich habe wieder ein Fohlen auf dem Pfad gefunden. Ich habe wieder ein Fohlen auf dem Pfad gefunden. Legt auf. Ist okay, Barbie. Ah, und wir werden die Folge jetzt an dieser Stelle beenden, weil sonst wird sie zu lang. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich jetzt dann gleich auf der Endcard vorbeischauen.
Ich packe euch das wieder hin. Was soll man das hin tun? Ich denke, ich werde euch da eine Tasse bevor ich hinpacken. Oben drüber kommt ihr zu meinem Kanal. Auf der rechten Seite kommt ihr zu meinem zweiten Kanal. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da hat vor kurzem auch ein neues Let's Play gestartet. Und ja, könnt ihr auch gerne auf Vibe vorbeigucken und dort ein Follow lassen. Würde mich wahnsinnig freuen. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Barbie Pferdeabenteuer wieder. Ah, ich will jetzt schon ein Abo kriegen. Ich sehe schon kommen. Bis dann.